Wer sind Sie? Sie sind Alice, ja? Hören Sie, Holmes hat einen Verdacht. Von was reden Sie denn da? Sie müssen diskreter sein bei Ihrem Spielchen mit seiner Tochter. Nein, nein, nein! Zu schwach, Holmes. Aber Sie sind Mr. Holmes. Was zum Teufel? Sehen Sie? Sie hat sie erkannt. Ich wusste es. Sie müssen den Charakter wirklich leben. Gehen Sie jetzt nach oben oder ich zerre Sie zurück in die Kneipe. Verstanden? Na, sehen Sie, Sie können es. Ich... Gut. Aber im Ernst, Sie sollten Schauspielunterricht nehmen. Sie sind hier, um Ihren Vater zu rächen. Ich weiß es. Sie sind hergezogen, haben mich ausspioniert und wollen jetzt Rache an mir nehmen. Durch meine Tochter. So ein Unsinn. Ich liebe Ihre Tochter. Sie sehen doch überall nur Verschwörungen. Mit gutem Grund. Vergessen Sie nicht, welchen Beruf ich ausübe. Sie Armer. Sie verwechseln Aufrichtigkeit mit Unehrlichkeit. Wollen Sie etwa sagen, dass Sie ganz zufällig hier sind? Natürlich nicht. Als sich die Chance bot, Sie kennenzulernen, kam ich her. Aber nicht mit Hass, sondern eher mit Faszination. Ich wollte mehr von Ihnen über meinen Vater erfahren. Er hoffte mir Antworten auf meine Fragen. Aber ich musste feststellen, dass Sie selbst ein Rätsel sind. Sogar für Ihre eigene Tochter. Sie hätten meine Tochter aus ihren kranken Problemen heraushalten sollen. Sie verwirren sie nur. Es ist vorbei. Sie weiß es zwar noch nicht, aber ich werde bald fortgehen. Ich bin hier fertig und Sie werden nie wieder von mir hören. Gut, aber reden Sie lieber direkt mit mir. Keine Heimlichtuerei. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ein Kind von Kriminellen so viel für Sie bedeuten könnte. Sie... Ich gehe. Bitte vermiesen Sie nicht meine letzten Momente mit Caitlin. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ja, ich soll das Haus des Mannes mit der Hasenscharte finden. Die Frage ist jetzt, muss ich vorher nochmal mit dem Typen sprechen eventuell. Fotografie. Hat einen Koffer, befindet sich im Geheimraum, das wissen wir alles. So, der Mann mit der Hasenscharte hat seine Sachen im Pfandhaus Butlers Pawn Shop in der Lambeth Street verpfändet. Das ist schon mal gut zu wissen. Lambeth Street. Polizeieinsatz. Der Polizeieinsatz 1892 hatte mit Jack der Hammer Cole zu tun. War Alice Vater. Wurde. Okay. Da könnte ich noch im Archiv nachschauen, so wie es aussieht. Das machen wir noch mal eben kurz. Achso, falsche Taste. Sind das jetzt die Polizeieinsatz, genau. 1892. Nein, geh eins weiter. So, Polizeieinsatz gegen die Westminster-Bande wahrscheinlich. Scotland Yard hat mit Hilfe des berühmten Privatdetektivs Sherlock Holmes eine Razzia gegen eine der gefährlichsten und reichsten Straßenbanden Londons durchgeführt. Allerdings lief der Einsatz, wie von unserer Polizei gewohnt, nicht reibungslos ab. Bei der Razzia wurde eine unbeteiligte Person schwer verletzt. Hagen Cole, der Bruder des Kriminellen Jack Cole. Ah! Die Ärzte kämpfen noch um das Leben des Verletzten, aber sind nicht mehr zuversichtlich. Immerhin gelang es der Polizei bei dem Einsatz, drei Mitglieder der Bande zu verhaften, wobei der Anführer, der bereits erwähnte Jack Cole, wenig später aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen wurde. Gerüchten zufolge hat die Bande enge Verbindungen zu einflussreichen Personen, darunter zu Richtern, Politikern und Polizeibeamten. Doch wahre Gerechtigkeit schert sich nicht um solche Dinge. Oder sollte das etwa nicht mehr der Fall sein? Da, gefunden. Okay. Gut, dann haben wir noch. Er wurde mit ihrer Unterstützung verhaftet und starb einige Jahre später im Jahr 1880. William Hamilton hieß der, ne? Fluchtversuch aus dem Newgate-Gefängnis vereitelt. Vier Straftäter hatten vor, durch ein enges Abflussrohr
aus dem Newgate-Gefängnis in London zu fliehen. Die Flucht war erstaunlich gut durchgeplant und sollte am helllichten Tag stattfinden. Wurde aber letztlich durch das schnelle und beherzte Eingreifen unserer Polizeikräfte vereitelt. Zwei der Insassen wurden dabei getötet. Die beiden Überlebenden dürfen weiterhin ihre Strafe absitzen. Unter den Toten war der frühere Verbrecherkönig von London, William Hamilton. William Hamilton war 1875 bei einem Scotland Yard-Einsatz unter der Leitung von Inspektor Lestrange verhaftet worden. Bei den Ermittlungen, die zu dieser Verhaftung führten, hatte der berühmte Privatdetektiv Sherlock Holmes eine große Rolle gespielt. Nachdem Hamilton verhaftet wurde, wurde seine junge Tochter unter der Obhut ihrer Tante gestellt, weil ihre Mutter bereits verstorben war. Okay. Da, gefunden. So. Bitten Sie Lestrange, Jack Cole zu verhaften zu lassen. Finden Sie das Haus, in dem der Mann mit der Hasenscharte wohnt. Also, Lestrange ist ja, meine ich, der Typ von Scotland Yard, ne? Jetzt schauen wir aber mal eben, ob wir hier noch irgendwas machen können. Was ist denn mit dir los? Hast du Geburtstag? Ach nee, die Tochter hat ja Geburtstag. Aha. Wie ich sehe, hast du dich bereits mit Kate angefreundet. Dank diesem Wild wurde mein Analysetisch vollständig zerstört. Wollen wir mit ihm sprechen oder nicht? Nur gut, dass ich Ihnen in der Kneipe zu Hilfe geeilt bin, Holmes. Am liebsten wäre mir, wenn Sie mir nicht mehr helfen würden. Ja. Der Meinung bin ich auch. Okay, also wir gehen mal eben nach Scotland Yard, weil ich meine, Lestrange war der Polizeichef da. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Na, ich gehe einfach mal zu dem durch. Mal gucken, ob er da ist. Können wir hier irgendwas machen? Das sah gerade so einladend aus. Was ist der Typ da? Nee, da gehe ich wieder raus, ne? Ich dachte gerade, jetzt kommen die Folterwerkzeuge. Schönen guten Tag, Mr. Holmes. Ja, guten Tag. Dich suche ich aber gar nicht. Ah, eben war noch kein Zeichen dran. Mr. Holmes, Sie leben noch. Und das erfreut Sie nicht besonders. Ah, da täuschen Sie sich aber. Ich würde Sie bitten, Jack Cole festzunehmen, wegen versuchten Mordes an mir. In Ordnung, Mr. Holmes. Wir werden das sofort erledigen. Einige Zeit später. Inspektor, der Verdächtige wurde festgenommen. Bitte sehr, er gehört Ihnen. Nichts zu danken, Holmes. Ja, jetzt sehen wir natürlich immer noch aus wie so ein Bandit. Kann ich mit dir nochmal reden? Was kann ich für Sie tun, Holmes? Okay, dann befragen wir den direkt. Wir wissen ja jetzt auch schon, wo das Befragungszimmer ist. Aber der Typ ist nicht da, den wir befragen wollen. Okay, dann habe ich keine Ahnung, wo der ist. Moment, kann ich irgendwas... Wie einfallsreich für einen Schläger. Ne? Recht teure Zigaretten. Okay. Ist der jetzt da drin oder ist er doch woanders? Noch nicht da drin. Wo ist er denn dann? Bist du das? Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Jack, der Hammer Cole. Lang ist's her. Warum bin ich hier?
Tun Sie nicht so, als ob Sie das nicht wüssten. Sie werden des versuchten Mordes an mir verdächtigt. Blödsinn. Wie früher, was? Sie verhaften mich, haben aber nichts gegen mich in der Hand. Nichts? Wie wäre es mit Rache für das, was wegen mir und Ihrer Bande passiert ist? Oder mit Ihrem Bruder? Reden Sie ja nicht von meinem Bruder. Was Ihrem Bruder widerfuhr, war ein bedauerlicher Unfall. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ist wohl kaum meine Schuld. Was? Sie Bastard! Sie sind dafür verantwortlich, dass er ein Krüppel ist. Er war unschuldig. Ein Unfall also? Ha! Ich kann es kaum erwarten, dass Sie mal einen Unfall erleiden. Quod erat demonstrandum. Das ist alles? Wenn ich Sie umbringen wollte, wären Sie schon längst tot. Wissen Sie, was in der Baker Street passiert ist? Weiß ich. Aber ich hatte nichts damit zu tun. Wo waren Sie zu der Zeit? In meiner Kneipe. Die ganze Nacht. Klar. Ich war in Ihrer Kneipe und sah einen Mann mit Hasenscharte, der sich mit Ihnen treffen wollte. Was wollte er? Was er wollte? Er ist ein Stammgast, das ist alles. Und was ist mit dem Koffer, den Ihr Stammgast Ihnen gebracht hat? Von welchem Koffer faseln Sie? Na, dem voller gestohlenem Silberbesteck, den ich in Ihrem Geheimraum gefunden habe. Was? Wie? Sie waren im Geheimraum? Das ist nicht gestohlen. Ich kaufe und verkaufe oft verschiedene Sachen. Das ist alles ganz legal. Klar doch. Ganz bestimmt. Narben von einem Kampf, okay. Teure, dicke Kette. Bandentätowierung. Ja, muss es nicht sein, aber... Selbstverliebt oder Freimaurerin? Ich meine, dieses Symbol könnte Freimaurerin sein. Ich kenne mich mit den Symbolen nicht so aus, aber es sieht so... Boxtraining war in Faustkampf verwickelt. Ich denke mal im Faustkampf, so wie der aussieht. Boxtraining sollte ja nicht so ausgehen, also... Okay. Ungenau. Hallo? Jack Cole ist der Anführer der Westminsterbande und Besitzer einer illegalen Spielhöhle. Seine wertvollen Gegenstände liegen den Schluss nahe, dass er ein wohlhabender Mann ist. Sein Leben ist von Kämpfen geprägt. Der Hammer ist ein Faustkämpfer, Jack Cole ist ein Freimaurer. Ist er kein Freimaurer? Ich habe doch keine Ahnung davon. Wir können aber wieder was schlussfolgern. Space aufheben. So, was ist das? Cults Motiv hat ein starkes Motiv zu töten. Der Mann mit der Hasenscharte ist am Abend nach dem Bombenwurf in die Kneipe zu Jack gegangen. Ja. Und das passt nicht zusammen. Okay, also irgendwie passen diese ganzen Hinweise alle nicht zusammen, aber okay. Warum wurde ich festgenommen? Eine Ungeheuerlichkeit! Ja. Gibt Ihnen die Schuld am Schicksal seines Bruders. Finden Sie heraus, wer hinter dem Bombenangriff steckt. Finden Sie das Haus, in dem der Mann mit der Hasenscharte wohnt. Ja, dann würde ich sagen, dass wir da mal hinfahren. Jetzt weiß ich wohl nicht. Lambeth Street. Das war doch die, wo der Pfandbetrieb war, oder? So.
So. Butler. Ist das nicht das gewesen? Aber da kann ich nicht rein. Schauen wir nochmal eben. Beweise. Das war später. Butlers, das war's doch. Der Mann mit der Hasenscharte hat seine Sachen im Pfandhaus Butlers Pawnshop in der Lambert Street verpfändet. So, er muss hier in der Nähe wohnen. Da wir offensichtlich... Moment, Space-Bild ansehen? Unser Verdächtiger mit seiner Familie vor ihrem Wohnhaus. Das ist so eine Tür wie hier links. Ja. Das war jetzt zwar Zufall, aber das war cool. Guten Tag, Madame. Guten Tag, Sir. Okay. Viel haben wir ja nicht. Brille, schlechte Augen. Buch, Bibel. Was nicht unbedingt heißt, dass sie gläubig ist, aber... Schafhirte, religiöses Bild. Ja, man könnte fast denken, es ist ein Schafhirte, ja. Aber das sieht so aus wie Jesus irgendwie. Ich weiß es nicht. Und da alles hier so religiös ist, nehme ich mal an, das soll Jesus darstellen. Keine Ahnung. Kreuzprotestantin? Okay. Jeremias Mutter ist eine religiöse Frau mittleren Alters. Sie lebt recht zurückgezogen und geht nur selten aus dem Haus. In ihrer Wohnung befinden sich religiöse Bilder und Symbole. Sie ist kurzsichtig und trägt eine Brille mit starken Gläsern. Ich möchte zu ihrem Sohn. Jeremiah? Er ist nicht zu Hause. Kann ich Ihnen einige Fragen über ihn stellen? Vielleicht gehen wir besser rein. Ich weiß nicht, wer Sie sind, Sir, aber ich muss Sie bitten, jetzt zu gehen. Mit Fremden will sie nicht reden. Ja, das hast du gut gesehen. Verkleiden Sie sich um das Vertrauen von... Das können wir machen. Moment, aber ich kann ja auch schnell reisen. Das können wir machen. Ich habe auch schon eine gute Idee, wie wir das machen. Das Spiel hat begonnen. Kein Wort. Ziehen Sie sich an und kommen Sie. Hä? Hallo? Rein? So, wir wollen natürlich nicht aussehen wie ein Bandit, sondern wie ein Seelsorger. Können dann unsere normalen Haare wieder machen. Ich meine, sie erkennt mich vermutlich sowieso nicht. So, schwach getarnt. Können wir dann wenigstens den Bart weglassen? Können wir auch nicht weglassen. Dann machen wir es so. Ich mag diese Optik zwar überhaupt nicht. Achso, warum gehe ich jetzt hier eigentlich raus? Ich kann auch direkt wieder dahin. Zuerst sollte ich mit Wiggins reden. Er ist immer in der Baker Street. Liest man das Unmögliche aus, muss das Übrige die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich es auch ist. Bleiben Sie hier. Nicht bewegen. Genau. So, ist meine ganz doofe Frage. War das jetzt nicht Wiggins? Zuerst sollte ich mit Wiggins reden. Er ist immer in der Baker Street. Oh, ich bin schon wieder total...
Wiggins, Exorzismus. So. Protokoll 2.5, Lambeth Street. Klar, verlassen Sie sich auf uns. Was wird das? Wir sind bereit. Wir sind bereit. Okay. Wo war das denn? Hier, ne? Die Tür ist abgeschlossen. Nein. Ich muss irgendwie die Aufmerksamkeit von Jeremiahs Mutter wecken. Halten und zoomen. Und wie kann ich... Ich will aber jetzt nicht das Fenster kaputt schlagen. Oder soll ich das da reinmachen wahrscheinlich? Das war jetzt ein bisschen sehr hoch. Ah! Kleiner Bengel! Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Zürne nicht, dass du nicht auch übel tust. Vielen Dank, Vater. Sie sind so nett. Diese Bengel machen immer Ärger. Aber wo bleiben nur meine Manieren? Kann ich Ihnen zum Dank eine Tasse Tee anbieten? Ich weiß nicht. Gott segne Sie, Schwester. Ich heiße Margaret Thorne. Es ist eine Ehre, dass Gott Sie geschickt hat. Sie wirken traurig, Schwester. Etwa wegen diesen Kindern da? Oh nein. Wegen meinem Sohn, Jeremiah. Ich fürchte, er macht schlimme Dinge. Wie schlimm? Ich weiß nicht. Er ist so nervös geworden und wütend und grob. Dabei war er früher so ein lieber Junge. Mittlerweile verbringt er gar keine Zeit mehr mit uns. Nicht mal mit Janet, seiner jüngeren Schwester. Er verkriecht sich immer in seinem Zimmer, schließt die Tür ab und öffnet sie für niemanden. Und wo ist Ihr Sohn? Ich weiß nicht. Er ist gestern Nacht nicht heimgekommen. Ich mache mir solche Sorgen. Vielleicht ist er ja wegen seiner Arbeit weggeblieben. Wo arbeitet er? Ich weiß nicht, ob er überhaupt arbeitet, Vater. Wenn ich ihn danach frage, wird er wütend und sagt nichts. Vielleicht haben seine Freunde einen schlechten Einfluss auf ihn. Keine Ahnung. Er redet nie von seinen Freunden. Ich fürchte, mein Junge könnte vom Leibhaftigen besessen sein. Der Junge hat sich so sehr verändert. Er erzählt mir nichts mehr, regt sich immerzu auf und schreit mich an. Ich bin einfach ratlos. Grämen Sie sich nicht, Schwester. Sie haben gut daran getan, zu beichten. Ich kann das Böse in diesem Haus wahrlich spüren. Oh Gott! Gestatten Sie mir, hier nach dem Dämon zu suchen. Gott segne Sie, Vater. Aha, aha. Was war das jetzt? Und nicht für böse Dämonen! Hinfahrt! Das ist ihr Leid! Oh! Vater, es ist ein Dämon! Regal und Bücher, besessenes Holz und Blatt! Ah. Vertreibt eure Worte, Dämonen! Okay. Tür aus Holz! Griff aus Eisen! Bekämpft Dämonen! Werdet frei! Vater, es ist ein Dämon! Ja, es ist ein Dämon.
Ich weiß nur noch nicht so genau, was mir das jetzt bringt hier. Heiliger Geist, schütz die Töpfe vor Dämonen! Und nun? Kann ich jetzt mit dir sprechen, oder? Vater, es ist ein Dämon! Fenster! Fensterrahmen! Ich beschütze dich! In das alte... Wie Sie sehen, hat sich der Dämon in Jeremiahs Zimmer eingenistet. Ich sollte da alleine reingehen. Gott helfe uns. Schwester, warten Sie draußen. Das wird ein harter Kampf werden. Oh Gott, ich mache, was Sie sagen. Okay, ja, so einfach kann man Leute verarschen. Hat er vor, aus London zu fliehen? Mit so einer Spule kann man eine Bombe bauen. Mhm. Das ist wohl Janet, Jeremiahs Schwester. Das alles reicht, um Jeremiah hinter Gitter zu bringen. Okay, kann ich auch eine Schlussfolgerung machen? Selbstgebaute Bombe? Bauteile? Die Bombe, die in ihre Wohnung geworfen wurde, wurde von Jeremiah gebaut. Der Mann, den sie auch in der Kneipe gesehen haben. Ja? Jeremiah hat Heck Dahmer Cole besucht, um den Bombenanschlag auf sie und den nächsten Schritt des Plans zu besprechen. Hat ihn nur besucht, um ihn einen Koffer voll gestohlener Gegenstände zu bringen. Vermutlich wollte er die Beute verkaufen. Vielleicht wollte er sie nur verkaufen. Ich meine, er hat ja Geldnöte gehabt, ne? Wenn ich das anders mache, verbindet er irgendwo... Ah, okay. Cole ist schuldig. Dann verbindet er das. Ja, dann würde ich sagen, dass wir das so lassen. Keine Gnade für Jack Cole, ist ein Bandit und eine Gefahr für die Gesellschaft. Niemand ist am Leid seines Bruders schuld und dennoch sind Cole auf Rache. Er gehört hinter Gittern. Genau. Ja... Mr. Cole, ich beschuldige Sie des versuchten Mordes an mir. Wie bitte? Damit habe ich nichts zu tun. Es ist alles klar. Sie wollten Ihren Bruder rächen, den ein Querschläger zum Krüppel gemacht hat. Das fantasieren Sie sich nur zusammen. Jack Cole, Sie sind eine Gefahr für die Gesellschaft und ich rechne mit einer gerechten Strafe für Sie. Ihr elenden Jagdhunde! Constable, zurück in die Zelle mit ihm. Keine Gnade für Jack Cole. Gefundene Hinweise 13. 5% der Spieler haben dieselbe Entscheidung getroffen. Oh je. Jetzt kriege ich langsam ein schlechtes Gewissen. Ich könnte theoretisch auch die Entscheidung ändern, aber nee, ich würde mal einfach sagen, dass ich die so bestätige.